Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zu Squaresoft. Nein, nicht Squaresoft, aber ich glaube, der Titel braucht eine Weile, bis er kommt. Sagen wir einfach mal, herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 9. Und ich bin nicht ganz alleine hier. Hallo! Denn ich habe mir ein bisschen Verstärkung geholt von der lieben Sailor Cat. Aus Gründen. Ja, genau. Also ich habe keine Ahnung von diesem Spiel, aber ich bin hier und kommentiere über Skype ein bisschen das mit und spreche die weiblichen Rollen und sowas. Und den Bayern. Genau, deshalb bin ich da, nur um den Bayern zu sprechen. Nein, nicht nur deswegen, aber deswegen kam ich auf die Idee. So. Ja. Du weißt überhaupt nichts über Final Fantasy, ne? Also weder über dieses noch über irgendein anderes, ne? Ich habe die Charaktere schon mal gesehen, ich kenne ein paar Lieder, aber so von der Story und vom Gameplay überhaupt keine Ahnung. Ach stimmt, ich war mal bei ein paar Parts von einem anderen Final Fantasy bei dir dabei, ne? Ja, aber ich glaube, da hast du nicht viel mitbekommen, ne? Nicht viel, nein. Gut, weshalb wir uns jetzt gerade hier noch so ein bisschen unterhalten. Also wir wollen vor allem wissen, ob der Sound bei Sailor Cat gut ankommt. Das haben wir nämlich noch nicht so richtig geprüft. Und wir wollen diese Dinger hier sehen. Jetzt sehen wir nämlich einmal die 8 Hauptcharaktere des Spiels mit einem dazu passenden Zitat. Ach so, das ist schön. Ja, wir hatten gerade noch ein paar Soundprobleme und wir hoffen, dass es jetzt passt. Ja, also wenn ihr diese Aufnahme jetzt seht, dann haben wir wahrscheinlich nachher entschieden, dass es gepasst hat. Ja. Kannst du die Texte soweit lesen? Mhm, kann ich. Sehr gut. Also die Charaktere, die glaube ich, kenne ich zumindest schon vom Sehen her. Das Stück, das wir übrigens gerade hören, heißt A Place Call Home. Ja, das ist jetzt das Final Fantasy, bei dem ich immer weiß, wie die Musikstücke heißen. Und wir werden diese diverse Variationen von A Place Call Home noch oft in diesem Spiel hören. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, so der gesamte Soundtrack dieses Spiels besteht aus Abwandlungen und Remixes von diesem hier und von Melodies of Life. Ja, von Melodies of Life habe ich auch gerade schon ein bisschen was gehört, so ein Remix. Ja, das war, wir haben vorhin eine Testaufnahme, ich glaube, das war die Weltkarte, die du da gehört hast. So, jetzt warten wir auf die nächsten 4 Charaktere. Oder auch nicht. Okay. Sind schon alle 8 durchgelaufen? Kann eigentlich nicht sein. Egal, eigentlich sollten alle 8 durchlaufen. Aber dann eben nicht. Dann starten wir ein neues Spiel. Yay. Fangen wir einfach mal an. Und das Spiel fängt direkt mit einer Videosequenz an. Und mit japanischen Namen. Yay. Da ist es nass. Das Boot. Die haben ein Problem. Ich glaube, unser Problem bei Pokémon war immer, dass du mich nicht mehr hören konntest manchmal. Ich kann dich gerade auch nicht mehr hören. Das ist schlecht. Ja, jetzt höre ich dich ein bisschen. Ja, das wird bestimmt recht besser. Aber das Spiel ist jetzt auch sehr, sehr laut. Ja, genau. Jetzt geht's wahrscheinlich besser. Ja. Gut, dann lag es einfach nur daran, dass das Spiel an der Szene einfach sehr laut war. Die ist hübsch. Ja. Und die sieht gar nicht mal so zufrieden aus. Hübsche Landschaften. Eine hübsche kleine Welt, in der bestimmt nichts Schlimmes passieren wird in einem japanischen Rollenspiel. Nein, wird nie irgendwas schief gehen. Völlig ausgeschlossen. Aber die Cutscenes sehen echt schön aus bisher. Und das Spiel ist von, glaube ich, 2000? Was? Oh mein Gott. Oder 2001? Ne, 2001 kam schon Final Fantasy X. Das ist von 2000 oder von 99? Krass, also es sieht auf jeden Fall echt hübsch aus. Ja, die Cutscenes waren ein Traum. Das Spiel kam damals auf 4 CDs, weil es die PlayStation 1 ein bisschen überfordert hat. Und da haben wir Mr. Protagonist. Du solltest dein Handy weglegen. Oh, wait. Ich schalte es aus. Das haben wir jetzt alle gehört, das ist toll. Ja, wenn mein Handy
Janis und eine Nachricht reinkommt, dann gibt es laut leider so ein Störgeräusch im Mikro. Ich warte mal kurz, bis es aus ist. Ich höre es nämlich immer noch. Echt, aber jetzt habe ich es aus. Okay, jetzt höre ich auch nichts mehr. Also gerade habe ich noch was gehört. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier. Ne? Geh weg. Tutorial. Aus. Pfui. Das war im Originalspiel nicht. Es ist sehr dunkel hier. Okay, ich glaube, kann ich schon ins Menü? Ich kann schon ins Menü. Wir sind Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Komisch, am Anfang von Final Fantasy Spielen ist man das oft. Ja, krasser Name, ey. So, ich werde erstmal so ein paar Einstellungen ändern. Ja, das ist auch immer das Erste, was ich bei Pokémon mache. So, Tastenbelegung, nein, bitte Benutzer definiert. Reden möchte ich so. Abbrechen. So, okay, das ist schon gleich. Menü. Warum kann ich das nicht? Ach, das ist die Tastenbelegung auf der Tastatur. So ein Quark. Controller. So. Und wie komme ich jetzt da rein? Ah, okay. So. 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 Das kann bleiben. Perfekt. Ah, fühle ich mich gleich wieder besser. So, ich konnte noch was ändern. Moment. Fensterfarbe klassisch. Das sieht doch viel geiler aus, oder? Ja, das stimmt. Okay. Jetzt. So, immer noch der dunkle Raum. Kerzen in der Mitte des Raumes anzünden. Ja, leck mich am Arsch. Ich sammle erstmal Zeug ein. Potion erhalten. Hier war doch auch noch was. Ah. Also immer wenn man so ein Rufzeichen hat, dann kann man irgendwas machen. Ach so. Okay, und hier. Ich versuche die ganze Zeit zu erkennen, was auf dem Teppich ist. Theaterschiff Prima Vista. Schiffstypus Luxuskreuzer. Gewicht 8.235 Tonnen. Wow. Also den Antrieb würde ich gern sehen. Nebelantrieb, okay. Ja, das wird noch erklärt. Das ist einfach so eine Art Dampfantrieb, nur eben nicht richtig Dampf. Das Wappen, Tantalus steht da. Ach so, es sieht ein bisschen aus wie so ein creepy Monster, wenn man das nicht so genau sieht. Ist es teilweise, Als glaube wäre ich der sogar. Schriftzug die Zähne. Ach so, nee, das nicht. Ich glaube, das ist ein Herz. So, jetzt mache ich mal die Kerzen an. Ah, dort ist hell. Da stand gerade schon ein Text, den du hättest lesen können, aber den kriege ich auch hin. Wer ist er da? Wer ist denn da? Ja. So, Ich wer. hab's gelesen. Achso, du hast es gesehen? Gut. Ja. Volk, Mensch. Das ist erstmal eine Lüge. Okay. Ich finde das auch geil. Besonderheit, Schwanz. Gott, was für eine Beschreibung. Das klingt wie so ein Goku. Er hat ja auch so einen Son Oder wie was Goku-Schwanz. ganz anderes. Er hat ja auch so einen Son Goku-Schwanz, aber das kann einem bis jetzt schon entgangen sein. Ja, also ich hätte es jetzt nicht gewusst. Ja, doch, hat man gesehen, aber wie gesagt, das kann einem bis jetzt auch nicht Wow. aufgefallen sein. Es ist auch super wichtig, dass er Rechtshänder ist. Ja, total. Das war übrigens im Originalspiel nicht so. Hier, im Originalspiel wurde man hier einfach gefragt, wie man heißen will. Also ich sag die ganze Zeit Originalspiel, es ist dasselbe Spiel, es ist kein Remake im eigentlichen Sinne, nur einfach remastered und da wurden manche solcher Textkarten halt geändert, aber auch die Grafik ist eigentlich die gleiche. Gut, wir Okay. heißen. Jetzt brauche ich deine Französischkenntnisse. Wie spricht man diesen Namen aus? Ich habe immer Zidane gesagt. Ich hätte jetzt nicht mal gewusst, dass das Französisch ist. Wenn es Französisch ist, dann Sidon. Sidon. Ich bleib bei Zidane. Ja, das passt schon. Also, ich hätte jetzt nicht mal gewusst, dass es Französisch ist. Nee, also irgendein französischer Fußballspieler heißt so, deswegen weiß ich, dass es das ist. Na dann. Bestätigen. Ja, ich bin Zidane. Ich bin Zidane. Hi. Ja, am Anfang hast du nicht viele Rollen zu sprechen, aber der Herr da in der Mitte, das ist deiner. Okay. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung, übrigens, ist der Chef schon da? Na, nun ne, Zeffix.
Okay, was auch immer das ist. Das ist ein Bossfight. Wow, das erste, was man im Spiel macht, ist ein Bossfight, auch gut. Allerdings einer, den man nicht verlieren kann. Wenn hier alle sterben, dann passiert fast das gleiche, wie wenn man gewinnt. Ach so. Oh Gott, jetzt kriegen wir das Kämpfen erklärt, das mache ich viel besser. Also, das Ding ist, wir können angreifen, wir können abwehren, wir können Items benutzen und wechseln heißt, wir wechseln... Oh! Okay, machen wir mal so, dann geht's, glaube ich, nicht weiter. Wir benutzen erstmal ein Item, um Cinna wieder aufzuheben. So, ich glaube, wir sind jetzt im Pause-Modus. Sind wir? Ja, gut, dann kann ich erklären. Also, der Kampf läuft quasi folgendermaßen. Ihr seht hier diese ATB-Leiste. Wenn die voll ist, kann der jeweilige Charakter irgendwas machen. Und was er dann machen kann, haben wir gerade gesehen. Das Praktische in diesem Kampf ist, wir sind alle vier Charaktere, die wir haben, sind Diebe. Das heißt, wir werden diesen Gegner erstmal leer klauen. Er hat nämlich ein Item, das ich gern hätte. Und das Blöde in diesem Spiel ist, das Klauen hat eine Wahrscheinlichkeit, die irgendwie abartig ist. Ah, okay, wir haben schon das Seelenquäler. Das ist das, was wir haben wollten. Was hat denn der noch? Und wenn man jetzt nicht so einen Kampf hat, wo alle Charaktere Diebe sind, dann kann das echt ewig dauern, bis man so einen Boss leer geklaut hat. Und das Dumme ist, okay, die Bosse will man leer klauen. So, jetzt können wir angreifen. Außer klauen können die hier auch alle nichts Tolles machen, sondern einfach nur immer mal drauf. Ja, ihr seht es, Sedan kämpft mit Dolchen. Und das wird im Wesentlichen auch das ganze Spiel über so bleiben. Weil unser Hauptcharakter ist ein Dieb, was eine untypische Klasse für einen Hauptcharakter ist. Die meisten Hauptcharaktere in so Rollenspielen sind dann doch meistens Ritter. Uah, mein Schädel! Übertreib's mal nicht! Bist du noch da? Redest du mit mir? Ja. Sorry, aber ich habe dich gerade wieder ganz schlecht gehört. Scheiße. Ihr habt ja inzwischen sogar was drauf. Okay, ich gehe mal gleich, wenn ich auf Pause stellen kann, werde ich nochmal sehen, ob ich das Spiel noch leiser stellen kann. Dann hört ihr im schlimmsten Fall gar nicht mehr viel von dem Spiel, aber ich glaube, das ist immer noch besser, als wenn wir uns gegenseitig nicht hören. Mhm. Pause-Taste funktioniert allerdings noch nicht. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Ich glaube, es passiert jetzt nichts, solange ich nichts drücke. Also werde ich mal kurz in meinen Mixer gehen. Und mal sehen, ich drehe das Spiel dann jetzt runter. Wir waren, glaube ich, runter auf 40%. Ich drehe es dann jetzt runter auf 30. Ah, ich drehe es runter auf 25. Ja, das wird schon passen. So, und ich hoffe, dass es wirklich nur an der Lautstärke war, dass du mich nicht hören konntest. Ja, ich hoffe auch. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Kreativ. Wow. Und dort werden wir, die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande, uns Prinzessin Garnet schnappen. Jawohl. Oh, ist die verwandt mit Pluto? Ja, also nein, aber es geht um den Edelstein tatsächlich. Hm. Jawohl. Gut, und jetzt red I. Gut, und jetzt red I, Zephix. Bald kommt unser Schiff in Alexandria an. Das, was wir jetzt gerade drinnen sind, Zephix. Ich würde das nie hinkriegen. Ich würde mich so verhaspeln bei dem. Ja, ich habe mich auch ein bisschen verhaspelt, aber. Ja, ich rede halt einfach bayerisch. Wenn unser Ohrens okay ist, lasst bei mir uns nichts ummerken. Manchmal ändere ich vielleicht, glaube ich, so ein paar Sachen. Und was? Spillen? Hey, keine Ahnung, was das heißt. Wir sind Alexandria. Okay. Sakre, Splin, Derderstickel. Ich glaube, das heißt Theaterstickel. Theaterstickel. Deine Taube möchte ich sein, Zephix. Ach, spielen sollte es heißen. Ach so. Okay. Spielen. Aber was ist dieses Sagrisch? Sagrisch. Oh, wie erklärt man das? Das Wort ist, du weißt, was es heißt?
Ja, es heißt sehr, sehr beliebt. Okay, das ist nämlich eine dieser Passagen von Sinnoh, die ich nie verstanden habe, weil da bin ich nicht drauf gekommen. Ich sag's, es sind auch manche Sachen sehr komisch geschrieben, wie dieses Spielen mit B. Markus spielt die Hauptrolle, Markus Zefix. Werd mein Bestes geben und so. Aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen sie dann und blank und so. Das ist übrigens das Ding in diesem Spiel. Alle sprechen irgendwie einen Dialekt oder haben irgend so eine Spracheigenheit. Das kann einen ein bisschen wahnsinnig machen. Das glaube ich. Ja, das ist, sind dann wahrscheinlich die japanischen Akzente im Original. Denke ich mal auch. Und Markus' Ding ist, er beendet jeden Satz mit und so. Ach so, verstehe. In der Pause starten wir dann ein kleines Ablenkungsmanöver mit Hilfe dieser Viecher hier. Also Blank wird uns verkauft, der ist super cool. Okay. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss, aber was soll's, ich krieg das schon gebacken. Gut, und dann kommt auch schon dein Auftritt, Sedan. So, hier gibt's schon das erste Easter Egg. Ich kann jetzt tausendmal, ich mach's jetzt nicht, weil es dauert wirklich lange. Ich kann jetzt irgendwie tausendmal sagen, ich krall mir dann Königin Brane, oder? Und wenn ich's zehnmal gesagt habe, dann sind die Leute genervt und sagen, wie oft denn noch? Und wenn man's wirklich 50 Mal sagt, kommt irgendwann noch ein Charakter reingerannt und rastet völlig aus. Echt, ist ja krass. Aber, ich mach's jetzt nicht, weil es dauert zu lange. Ich gebe mal einmal die falsche Antwort und dann gebe ich die richtige. Ich krall mir dann Königin Brane, oder? Genau, du schnappst dir dann diese fette, hässliche alte Brane. Es ging zu schnell. Okay, dann krall ich mir Prinzessin Garnet, oder Garnet, oder? Genau, du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Ich glaube, die erste Folge wird ein bisschen länger, weil bis wir zum ersten Speicherpunkt kommen, dauert es einen Moment. Ja, das macht ja auch nix. Also ich höre schon kaum noch was. Ich glaube, ihr hört gar nichts mehr. Ich glaube, Ja, ich hoffe, es geht. ich drehe mal den Rekord vom Spielsound und von dir noch ein bisschen höher. So, Fun Fact. Fun Fact. Ich wollte wissen, kannst du mich jetzt noch gut hören? Weil jetzt ist ja der Spielsound doch recht laut. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber es geht. Okay, also es ist keine Störung drin, sondern du hörst mich nur, weil das Spiel so laut ist, so schlecht. Anscheinend. Okay. Ja, aber das wird jetzt nicht so oft sein, hoffe Ja, ich. wir müssen eventuell dann die nächsten paar Male noch ein bisschen über die Sound Settings drüber gehen. Ja, Final Fantasy IX, mein Lieblingsteil übrigens. Und das hat Yay! ganz entschieden mit den Figuren und der Story zu tun. Und ich finde auch den Artstyle ultra putzig. Ich sage immer, das Spiel hat die Puppenhausoptik und sobald wir das erste Mal ein Gebäude betreten, werdet ihr wissen, was ich meine. Okay. So, hier kriegen wir unseren nächsten Protagonisten, den kleinen Schwarzmagier, der noch keinen Namen hat. Ich sage ihn erst, wenn wir ihn eingeben dürfen. Geht's dir gut? Ach nee, du sprichst ja die Frauen, sorry. Geht's dir gut? Hier, dein Ticket. Mach's gut. Er ist nicht sehr gesprächig. Er ist, Fragezeichen, Fragezeichen und so weiter. Wer hätte es gedacht? So, lustig an dieser Szene ist, wenn wir jetzt diese Straße lang gehen, wird uns irgendwann einer von hinten anrempeln. Und wir können nichts dagegen tun. Ich werde auf lustige Art zeigen, was ich meine mit wir können nichts dagegen tun. Okay. Sehr gut. Pass auf, wo du hinlatscht! Rattenjunge, okay. Ja, ist wirklich ein, also Rattenjunge heißt, es gibt hier so Dragon Ball mäßig, gibt hier alle möglichen Tiermenschen und er ist halt wirklich eine menschliche Ratte. Ach so. Also, das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Weil wir haben hier, glaube Okay, ich, verstehe. irgendwo war hier auch so eine Nilpferdfrau. Also, hier gibt es alle möglichen Tiermenschen, das ist einfach so. Ehrenwerter Adel aus Treno, mit Verlaub gestatte ich mir erst irgendein Vogel. Gestatte ich mir die Führung zum Schlosse Alexandria zu übernehmen. Tröd.
Da ist so ein Nilpferdwesen. Ja, ich sehe es. Achso, ich könnte jetzt mit ihm Karten spielen, kann ich aber noch nicht, weil das Spiel uns noch nicht beigebracht hat, wie man Karten spielt. Und ich werde auch nicht Karten spielen für die Kenner unter euch, weil das bringt nichts. Na dann. Ich könnte aber mal in den Shop gehen. Es ist Duck. Gott. Hereinspaziert. Ja, ich will nur die Phönixfeder neu kaufen, die ich vorhin verschwendet habe. Ja. Also, wo war vorhin bei. Ja, nee, ich erzähl mal nichts weiter. Ich mache einfach mit der Story weiter. Zum Ticketschalter. Wie kann man zu Diensten sein? Ticket vorzeigen. Kann das sein, dass der Kleine noch nichts gesagt hat? Ja. Irgendwas stimmt mit diesem Ticket nicht. Und ich finde, er sieht irgendwie aus wie der große böse Wolf. Ja, echt so, ne? Es sieht auch aus, als hätte er so diese Großmutterhaube wie aus Shrek. Ja, stimmt. Hoppla, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor die Tage. Der Kleine ist, glaube ich, 9 oder so. Also. Echt? Wir kriegen es eh gleich noch gezeigt, okay, wenn er seinen Namen vorstellt. Nun, schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber. Schau mal, ich schenke dir das hier und jetzt Kopf hoch. Und jetzt kriegen wir die Karten geschenkt. Wenn du was über Kartenspielen wissen willst, frag doch Seitenstraßen-Jack. Der ist ein echter Profi. Okay. Ich spreche jetzt nicht mit vielen Leuten. Hier könnte man noch so ein Minispiel spielen, bringt aber an dieser Stelle auch nicht viel. Ich spreche nicht mit vielen Leuten, weil ich möchte doch relativ eilig sehen, dass wir den Speicherpunkt knutschen. Okay, er fällt hin und er verreißt das Schild. Super. Herrschaftszeiten, weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Herrschaftszeiten, das ist auch so eine Sache, die meine Oma immer sagt. Ja, das kommt, glaube ich, auch eher aus Süddeutschland, der Ausdruck. Achso, jede verdammte Figur in diesem Spiel hat einen Namen. Ach so, verstehe. Deswegen ist das Handwerker Dante. Wir werden im Spiel nie wieder was von Handwerker Dante hören. Aber, also wir werden noch was von ihm hören, aber er ist nicht wichtig. Aber jeder hat einen Namen. Jeder. Na dann. Puh, das war's dann. Also ein paar ganz wenige Ausnahmen gibt es, die keinen Namen haben, aber naja. Endlich. Ich glaube, das ist bei Fantasy Life auch so. So. Ah, da ist der Rattenjunge. Jetzt siehst du es auch, oder? Ah ja, ja, stimmt. Wie spreche ich einen Rattenjungen? Soll ich mir die Nase zuhalten? Vielleicht so krächzend. Hey, du da! Dein Ticket vorhin klingt wie Goblin. Dein Ticket vorhin war doch eine Fälschung, oder? Gott, ich glaube, der Junge hat relativ viel Text. Oh, dann vielleicht doch lieber was anderes. Hab den nämlich am Schalter gesehen. Ja, war eine Fälschung. Wer hat meinen Untertan? Dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Wir müssen ja sagen. Es führt kein Weg dran vorbei. Wärst du mein Untertan? Geht klar. So, es reicht. Und schon erteile ich dir den ersten Befehl. Schau, ob drüben niemand kommt. Und ist die Luft rein? Und ist die Luft rein? Ja. Sehr gut. Operation Leiterklau kann beginnen. Ich schrei's doch noch lauter, Junge. Ja, kriegt bestimmt keiner mit. Und natürlich kommt einer. Das ist übrigens Seitenstraßen-Jack, aber wenn wir den anreden, erklärt er uns das Kartenspiel und ich will nicht Karten spielen. Ach so. Hey, hier geht's lang. Mach mal schneller. Hier in den Glockenturm rein. Hier klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Oh Gott, ich muss gleich was trinken. Du klingst schon so ein bisschen wie der Papagei. Stimmt, ja, aber mal tiefer. Was guckst du so blöd? Das ist ein Mogri. Oder auch ein Mugel. Die kennst du aus Seikind Densetsu, das sind die Zappler. Ja, ich dachte mir gerade schon, die kenne ich doch irgendwoher. Seikind Densetsu ist ja so ein Final Fantasy Spin-Off gewissermaßen.
Und die Muggles gibt es eigentlich in jedem Final Fantasy in einer mal größeren und mal kleineren Rolle. Und in diesem Spiel sind sie vor allem unsere Speicherpunkte. Verstehe. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen ist. Ich spreche die Muggles mal alle, weil ich weiß immer nicht, ob das Mädchen oder Jungen sind. Okay. Der Kleine heißt ein Mogli und heißt Kupo. Kupo. Nein, die sagen nicht wie Pokémon ihre Namen. Sie sagen alle Kupo, aber Kupo hat die Eigenschaft, dass er halt auch so heißt. Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Oh Gott. Guten Tag, Kupo. Oh, das ist cute. Ja, ich will so ein Plüschmogri, der immer Kupo sagt, wenn man den drückt. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal auf die Speicherblock. Könnte es sein, dass hier ursprünglich Memory Card gestanden hat und man nur das Wort geändert hat und nicht den Satz? Ja, das kann sein. Ich habe mich nämlich auch gerade gewundert. Ja, garantiert, weil im ursprünglichen Spiel stand da halt Memory Card. Wenn du also mal auf die Speicherblock speichern möchtest, wenn du also mal auf die Speicherblock speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns Mogris, Cooper. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, kannst du dich schlafen legen und deine HP und MP regenerieren, Kupo. Alles Kupo? Nein, nicht bitte nochmal, alles klar. Also mach's Kupo. Also können wir dann mal langsam. Los, wo bleibst du denn? Und da ist Stilskin. Bist du's, Kupo? Ich glaube, Kupo ist eigentlich ein Mädchen, weil Stilskin habe ich immer als Jungen empfunden und die sind ein Paar. Hörst du mich? Jetzt habe ich dich gerade wieder ein bisschen schlecht gehört. Schrecklich. Bist du's, Kupo? Kupo, du bist... Bist du es, Stilskin? Ihr seid ein Paar und du fragst noch, ob er es ist. Diese Aufmachung wirst du doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo? Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Allerdings, der wird uns nämlich jetzt das restliche Spiel hinterherlaufen. Oh je. Also der wird halt immer die gleichen Strecken laufen wie wir und ab und zu treffen wir ihn. Ich vermisse dich jetzt schon. Da seht ihr, ist alte Rechtschreibung. Ach so, ja, stimmt. Kupo, brauchst du nicht? Ich schreib ja auch mal. Das ist nett, Kupo. Also halt den Bommel steif. Sag Moschu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Oh, ich darf was sagen. War das ein Freund von dir? Genau, Kupo. Immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du, du kommst bald mal? Ich trag dich gleich ein. Speichern, um Gottes Willen, speichern. Also nein, wir kommen nicht gleich. So. Wie ihr es von Final Fantasy X kennt, werde ich hier immer in 3 Files speichern, damit nichts schief geht. Was das hier alles ist, das erkläre ich beim nächsten Mal, denn die Folge ist jetzt schon echt lang genug, weil die Ansage ist ja eigentlich, warum funktioniert meine Pause-Taste nicht? Das ist seltsam. Egal, wir brauchen sie auch nicht. Weil die Ansage ist ja eigentlich, sobald die 15-Minuten-Marke erreicht ist, nehme ich den nächsten Speicherpunkt, der sich anbietet. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich hoffe, diese erste Folge hat euch soweit gefallen. Falls ja, teilen, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles Cooles macht. Und wenn nicht, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Danke fürs Zuschauen. Ja, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, wir kriegen unsere Soundprobleme irgendwie in den Griff. Ja. Ciao. Ciao, ciao.